Hallo, in diesem Video sehen Sie einen kurzen historischen Kontext im Zusammenhang mit einer prägnanten Entwicklung der griechischen Philosophie, so dass Sie in den folgenden Videos die Ursprünge ihrer Mythologie, die verschiedenen Epochen und jeden der Autoren, die sie bilden, konkret und tiefgreifend verstehen können. Von der vorsokratischen Philosophie über die klassische griechische Philosophie bis hin zur hellenistischen Philosophie. Die griechische Philosophie ist in einer Periode der Philosophiegeschichte angesiedelt, die ungefähr zwischen der Entstehung der westlichen Philosophie in Ionien zu Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus und dem Einfall der Römer in Makedonien 149 vor Christus liegt. Ionia ist der Name, unter dem die westlich zentral gelegene Küste Anatoliens in der griechischen Antike bekannt war und zu dem auch die angrenzenden Inseln gehörten. Es ist eine historische Region. Heute gehört der Festlandteil zur Türkei, während der Inselteil zu Griechenland gehört. Das Königreich Makedonien, auch bekannt als Makedonisches Reich, war ein griechischer Staat in der klassischen und hellenistischen Antike im Norden des heutigen Griechenlands. Dieses Königreich wurde im 5. Jahrhundert vor Christus konsolidiert und erlebte im 4. Jahrhundert vor Christus unter Philipp II. Einen großen Aufstieg, der Makedonien zur führenden Macht in Griechenland machte. Sein Sohn Alexander der Große, Alexander III., eroberte den größten Teil der bekannten Welt und leitete die hellenistische Periode der griechischen Geschichte ein. Manchmal wird sie auch als klassische Philosophie oder antike Philosophie bezeichnet, obwohl der Begriff klassisch auch die römische Philosophie umfassen kann. Die griechische Kultur verbreitete sich auf der Balkanhalbinsel, auf den Ägäischen Inseln und an den Küsten der Anatolischen Halbinsel in der heutigen Türkei. Historisch gesehen ist es jedoch möglich, den Ursprung der griechischen Zivilisation auf die kretische und mykenische Kultur zurückzuführen. Die kretische Zivilisation, die auch als Minoische Zivilisation bekannt ist, gilt als kultureller Vorläufer des antiken Griechenlands. Sie befand sich während der Bronzezeit zwischen 3000 vor Christus und 1100 vor Christus auf der Insel Kreta im Süden Griechenlands. Während ihrer Blütezeit war die kretische Zivilisation für ihre Handels- und Seemacht bekannt. Die mykenische Zivilisation entwickelte sich in der späten Bronzezeit, etwa zwischen 1700 und 1050 vor Christus. Sie repräsentiert die erste Hochkultur des griechischen Festlandes mit ihren Palaststaaten, ihrer städtischen Organisation, ihren Kunstwerken und ihrem Schriftsystem. Um 1600 vor Christus drangen die Achäer, ein griechischsprachiges Volk indoeuropäischen Ursprungs, auf das griechische Festland vor und ließen sich in der nordöstlichen Ecke der Peloponnesischen Halbinsel nieder. Achäer ist einer der Sammelnamen, mit denen die Griechen in Homers Odyssee und Ilias als Ganzes bezeichnet werden. In der historischen Periode waren die Achäer die Einwohner von Achaia. Die Stadtstaaten dieser Region bildeten einen Bund, der als Achäischer Bund bekannt wurde und im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus sehr einflussreich war. Um 1200 vor Christus übernahmen sie die Vorherrschaft über die Kreter. Ein weiteres Volk griechischen Ursprungs waren die Dorer, die sich durch ihre Sprache, Gesellschaft und historische Tradition auszeichneten. Überlieferungen zufolge liegt ihr Herkunftsort in den nördlichen Regionen des antiken Griechenlands, von wo aus sie unter unbekannten Umständen in die südliche Region Peloponnes, auf bestimmte Inseln in der südlichen Ägäis und an die Südküste Kleinasiens gelangten. Eine Zeit lang wurde ihre Invasion als eine Invasion angesehen, die die mykenischen Staaten destabilisierte, indem sie ihre kulturellen Formen zerstörte und durch die der Invasoren ersetzte, und es ist wichtig zu erwähnen, dass sie eiserne Waffen benutzten, Griechenland eroberten und die Mykener besiegten. Sparta und Korinth wurden die wichtigsten dorischen Städte. Mit den Dorern begann eine Periode des kulturellen Niedergangs, die als dunkles Zeitalter oder dunkle Jahre bekannt ist. Nach der Eroberung durch die Dorer sank das Leben in ganz Griechenland auf ein sehr primitives Niveau, das mehrere hundert Jahre lang anhielt. Vom 8. Jahrhundert vor Christus bis zum 6. Jahrhundert vor Christus, einer Periode, die als archaische Periode bekannt ist, entwickelte sich Griechenland jedoch und erlebte einen großen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Ermöglicht wurde dieser Aufschwung durch die Organisation von Stadtstaaten, Polis, und die Gründung von Kolonien an den Küsten Kleinasiens und des Schwarzen Meeres, in Sizilien, Süditalien, Südfrankreich und der spanischen Levante. In diesem Sinne ist der Einfluss des Synkretismus zwischen den Interessen der Eliten und dem griechischen religiösen System hervorzuheben, der darin bestand, dass der Besitz von Land und das Erbe dem männlichen Erstgeborenen zufielen, mit dem Ziel, die Teilung des Besitzes zu vermeiden und so den Erhalt einer auf dem Besitz von Land basierenden Macht zu sichern. Dies erklärt die Rolle des Orakels von Delphi, das durch die Deutung des Schicksals durch die Priesterinnen eine Migration förderte, die zur kolonialen Expansion Griechenlands und damit zu einer Explosion des Handels, zur Schaffung neuen Reichtums und zum Aufstieg einer neuen Handelselite führte. Die neuen Kolonien wurden zu Polis, die von der Metropole, auch Mutterpolis genannt, politisch unabhängig waren, aber enge religiöse, wirtschaftliche und kulturelle Bindungen aufrechterhielten.
Das 5. und 4. Jahrhundert vor Christus entspricht der Blütezeit der großen unabhängigen Stadtstaaten auf der hellenischen Halbinsel, unter denen die Polis von Athen und Sparta hervorsticht. Sparta lag im antiken Griechenland auf der Halbinsel Peloponnes an den Ufern des Flusses Eurotas, zwischen den Bergen Taigeto und Panon. Sparta kann nicht als typischer Stadtstaat betrachtet werden, da es weder Mauern noch eine Akropolis besaß, noch kann es aus ethnischer Sicht im Sinne eines Stammes verstanden werden, da sein Gebiet von 5 verschiedenen Stämmen bewohnt wurde. Zu Beginn dieser Periode, zwischen dem 5. und 4. Jahrhundert vor Christus, schlossen sich die Griechen zusammen, um die Gefahr, die von der Macht der Perser ausging, in den sogenannten Medianischen Kriegen zu besiegen. Die Medizinkriege, auch Medianische Kriege genannt, waren eine Reihe von Konflikten zwischen dem Persischen Reich und den griechischen Stadtstaaten von 490 vor Christus bis 449 vor Christus und bestanden aus 3 Kriegen. Im Jahr 449 vor Christus wurde ein Friedensvertrag mit dem Namen Frieden von Kallias unterzeichnet, in dem sich beide Seiten verpflichteten, einander nicht mehr anzugreifen, und das Persische Reich den Sieg der griechischen Stadtstaaten anerkennen musste. Nach dem Sieg wurde Athen die Hegemonialmacht im Bund von Delphi, einem Bündnis, das zur Verteidigung gegen die Perser gegründet worden war. Innenpolitisch festigten die Athener das als Demokratie bekannte politische System, die Regierung des Volkes, und außenpolitisch wurden sie zur politischen und militärischen Großmacht in Hellas, was ihnen viele Feinde einbrachte. Diese Periode ist bekannt als das Goldene Zeitalter Athens oder das Jahrhundert des Perikles, nach dem Herrscher, der Athen zu seiner größten Pracht führte. Nach diesem kurzen geschichtlichen Überblick ist es wichtig festzustellen, dass die griechische Philosophie in 3 Unterperioden unterteilt werden kann: die vorsokratische Philosophie, von Thales von Milet bis zu Sokrates und den Sophisten, die klassische griechische Philosophie, mit Platon und Aristoteles als ihren größten Vertretern, und die nacharistotelische oder hellenistische Periode. Die vorsokratische Philosophie zeichnete sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschläge zum Verständnis der Welt und der Stellung des Menschen aus und stellte das traditionelle mythologische Weltbild in Frage. Die Gedanken dieser frühen Denker sind uns durch fragmentarische Schriften und Berichte späterer Denker überliefert. Mit dem Aufkommen der Sophisten in der Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus rückte der Mensch in den Mittelpunkt der philosophischen Überlegungen. Die Sophisten beschäftigten sich vor allem mit ethischen und politischen Problemen, etwa mit der Frage, ob Normen und Werte von Natur ausgegeben oder von Menschen geschaffen sind. Zur gleichen Zeit entwickelte der Athener Sokrates die Maieutik, eine Methode, bei der er sich mit anderen unterhielt und sie durch eine Reihe von Fragen führte, um die Widersprüche in ihren Positionen aufzudecken. Seine intellektuelle Unabhängigkeit und sein Verhalten, das nicht zu den Umständen passte, sowie seine Infragestellung des vorherrschenden religiösen Ritualsystems führten zu seiner Verurteilung zum Tode durch die Obrigkeit wegen Götterverehrung und Verderbnis der Jugend. Da Sokrates nichts Schriftliches hinterlassen hat, wurde sein Bild von seinem Schüler Platon bestimmt. Seine Werke in Form von Dialogen bildeten einen Schwerpunkt der westlichen Philosophie. Ausgehend von der sokratischen Frage der Form „Was ist X?“, wobei unter X alles Mögliche verstanden wird, wie z.B. „Was ist Tugend? Was ist Gerechtigkeit? Was ist Gut?“, schuf Platon die Grundzüge einer Definitionslehre. Er war auch der Autor der Formenlehre, die als Grundlage für die Darstellung einer zweigeteilten Wirklichkeit diente, die Ebene der mit den Sinnen wahrnehmbaren Objekte im Gegensatz zur Ebene der Formen, die dem Intellekt nur durch Abstraktion zugänglich ist. Nur die Kenntnis dieser Formen gibt uns ein tieferes Verständnis für die Gesamtheit der Wirklichkeit. Aristoteles, ein Schüler Platons, lehnte die Formenlehre als eine unnötige Duplizität von Welt und Wirklichkeit ab. Die Unterscheidung zwischen Form und Materie ist eines der Hauptmerkmale der Metaphysik des Aristoteles. Seine Schule begann damit, die gesamte Wirklichkeit, sowohl die Natur als auch die Gesellschaft, in die verschiedenen Wissensgebiete einzuordnen, sie zu analysieren und wissenschaftlich zu ordnen. Darüber hinaus schuf Aristoteles die klassische Logik des Syllogismus und die Wissenschaftsphilosophie. Damit begründete er einige der grundlegenden philosophischen Annahmen, die bis zur Moderne entscheidend waren. Im Übergang vom 5. zum 3. Jahrhundert vor Christus, nach dem Tod von Aristoteles und dem Niedergang der Polis, machten die Kriege zwischen den hellenischen Königen, die die Nachfolge Alexanders des Großen antraten, das Leben problematisch und unsicher. In Athen entstanden 2 philosophische Schulen, die in klarer Opposition zur platonischen Akademie und zum aristotelischen Lyzeum das individuelle Seelenheil in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellten. Die Ausbreitung der griechischen Kultur, insbesondere während des Hellenismus, ihre Aufnahme durch das Römische Reich, ihre spätere Beziehung zum Christentum und ihre endgültige Wiederbelebung im 13. Jahrhundert dank Übersetzern wie Averroes sowie das Interesse an dieser Gruppe von Denkern während der Renaissance trugen dazu bei, dass das Studium der griechischen Philosophie fortgesetzt wurde und zu einer der Säulen der westlichen Kultur wurde.
Um Ihnen einen tieferen Einblick in die Welt der griechischen Philosophie zu ermöglichen, werden Sie in den folgenden Videos die verschiedenen Epochen und die einzelnen Autoren der griechischen Philosophie auf konkrete und tiefgründige Weise kennenlernen, von der vorsokratischen Philosophie über die klassische griechische Philosophie bis hin zur hellenistischen Philosophie. Nächstes Video: Im Rahmen der antiken griechischen Philosophie und des vorphilosophischen Denkens werden der Ursprung des Menschen, die Mythologie und der Olymp erörtert. Für weitere Videos über Geschichte, Mythologie und Philosophie besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung.